Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro Regne Trilogy Spyro the Dragon. Weiter geht's! Aus dem Weg mit euch! Ich will zu einer nächsten Welt. Die da hinten ist. Und zwar Spuktürme. Oh ja, da gibt es mal wieder einen Fähigkeitspunkt. Wenn ich gerade den. Der ist wirklich nicht einfach zu kriegen. Wenn man nicht weiß, dass man da einfach mal was abfackeln muss. So richtig rankommt man da nämlich nicht. Da muss man richtig sein Feuerspein richtig timen, um das zu kriegen. Hi. Au. So, gib mir ein bisschen Superfeuer. Dass der hier nicht aufsteht, besser gesagt, dass der nicht erweckt wurde. So. Hier habe ich alles. Hallo, du da. Zeit mal wieder ein bisschen für Superfeuer. Knapp. Aber ich habe alle gekriegt. Was? Da ist noch ein Edelstein. Wie viele Drachen gibt es hier? 3 und 500 Edelsteine. Hallo, Kosako. Hey, Spyro. Alle Drachen wissen, dass ein Feenkuss magisch ist. Finde heraus, was er für deine Flammenkraft tut. Was hat... Okay, der schwingt sich. Eure Granaten könnt ihr so sonst so hinstecken. So. So, Superfeuer. So. Das war genug Superfeuer. So, jetzt kann ich hier auch. Ah, übrigens ist eine Plattform. Da komme ich später hin. So, und jetzt zu der Sache mit diesem Hut. Oh, man kommt hier drauf. Warum habe ich es vorher nie hingekriegt? Da habe ich es versucht, aber ich bin nie drauf gekommen. Und jetzt mache ich es instant richtig.
Super Sprint. Und ein Drache. Haltet eure Hörner fest. Hier kommt Spyro. Geduld, Kleiner. Bald kannst du es mit dem wichtigsten aller Gegner aufnehmen. Mit Nasty Nog. Hi. Deine Granate kannst du sie sonst wohin stecken. Oh, das war knapp gewesen. Hat mir auch ein Leben gekostet. Einen Treffer gekostet, nicht ein Leben. Leben wäre was anderes. So, Edelsteine. So, jetzt kommt der schwere Teil. Und bis jetzt kommt der schwere Sprung. Wofür ich diesen Supersprint brauche. Nein! Verflucht! Ich wusste, dass ich ihn einmal verkacken werde. Aber dann nicht auf so eine Art. Oh. Ich brauche mal wieder Superfeuer. Das war daneben. So, das wird jetzt mal gespeichert, dass die weg sind. Jetzt kommt der schwierige Teil. Nein! Ich höre übrigens noch den letzten Drachen, der ist über mir nämlich. Oh, geschafft. Du bist ein echter Superladungsexperte. Gut gemacht. So, jetzt wird's jetzt wird's. Oh, geschafft! Das war knapper als knapp. Und die geht einem praktisch jetzt unendlich Superfeuer. Die ist halt kein. Die werde ich so. Jetzt habe ich Superfeuer, solange ich in dieser Welt bin. Da kam jetzt aber ganz schön viel raus. Sogar im 25er sogar, glaube ich sogar. Ich kann jetzt alles außer das da. Warum geht. Okay, dadurch geht es auch kaputt.
Eisenfässer. Wo ist der hingeflogen? Aua! Ist das ein Zähne da drin? Ja! Dann habe ich alle. Da ist eine noch mit Superfeuer, aber ich brauche kein Superfeuer mehr, weil ich ja unendlich habe. Unendlich Superfeuer ist gut. Ist genial. So. Jetzt zum Fliegen lernen. Heißt, ich muss wieder eine ganze, um die halbe Map laufen. Erstmal brauche ich ein bisschen Leben. Okay. Ein neues Leben mal wieder. dahin schaffe ich es, glaube ich, nicht. So. Na, komm schon, wir hier rauf. So. Einfach hier raufzukommen. Und fliegen lernen mal wieder. Da muss ich gucken, was ich da zuerst mache. Hier hatte ich eher ein bisschen Probleme, das alles hier zu kriegen. So. Okay, ich habe weniger Probleme als vorher. Okay, das war falsch rum. Heißt, ich fliege jetzt hier mal wieder entgegen. Und hier sind die letzten. Na, man muss sie auch treffen. Erwischt. Warum hatte ich da eigentlich letztes Mal eigentlich Probleme gehabt? Das ist doch einfach. Ach ja. Und jetzt kommt der Boss. Den muss ich perfekt machen. Was zum Glück heißt nur, dass man den Boss perfekt machen muss. Und nicht das ganze Level.
Was auch gut wäre, wäre, dass ich mich... hätte mir, glaube ich, Leben holen sollen. Wie wird da eigentlich ausgesprochen? Jacques? Schmeißt mich einfach aus in die Schlucht. Das that escalates quickly. Das ging ja schnell. So, zurück. Nein! Und nochmal zurück. Das war schlecht gewesen. Was soll das denn? Und ich will darüber. Unika. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Mach's gut. War wieder so ein Danke, dass du mich befreit hast, Typ. Aber mit bisschen Individualität. Einfach mal einen Satz hinterher geklatscht. So. Hier gab es übrigens eine Trophäe. Dass ich das in einem Flug mache. Im Originalen habe ich das nie geschafft. Hier habe ich es geschafft. Das ist nicht so einfach. Man muss, wenn man es verkackt hat, muss man sterben. Oder dass es irgendwie speichert. Moment mal, hier wollte ich gar nicht mehr. Ich wollte gar nicht mehr hoch. Hoffentlich habe ich den jetzt geschafft. Okay. So, und jetzt wieder zurück. Nein! Der Sprung ist natürlich schwierig. Der war auch schon im Original schwierig, wieder zurück. Oh, das ging. Diesmal. Ich glaube sogar, dass es im Original sogar noch schwerer war. Wow, 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 wow. Das war ja einfach, hier an diesen Schlüssel zu kommen. Und jetzt auf die andere Seite.
Kein Edelstein vergessen. Gut. So. Da ist das Schloss. Ein 25er war drin. Leben mal wieder. Jetzt hier nach unten. Und jetzt hier ohne getroffen zu werden. Ich hoffe, dass... Noch ein Tipp vor diesem Kampf? Ein Tipp? Ein weiser Drache sagte mal, strebe nach hohen Zielen, aber gib auf fliegende Kisten Acht. Auf fliegende Kiste? Ist bei dem Wort wörtlich zu nehmen. Ja, ist das Teil wieder da? Nein, natürlich nicht. Ist ja irgendwo noch ein... ein Leben, das ich mir abholen kann. Natürlich nicht. Nein, war sowieso auch. Ja, jetzt ist es wieder da. Nur ein bisschen weggehen und man hat es schon wieder. Wenn man schnell genug ist, kommt er gar nicht zum Werfen. Fähigkeitspunkt. Fünfhundert. Level abgeschlossen. Yay. Yeah. Der Fähigkeitspunkt habe ich gekriegt. 10.500 habe ich jetzt. Die Rest gibt's in der letzten Welt. Ja, das nächste ist die letzte. Mit dem Boss Gnasi Gnork. So, und ich würde sagen, hier mache ich jetzt ein Cut und bis zum nächsten Part.